Möchten Sie mein Faction mit Facecam oder ohne Facecam? Hallöchen meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mene-Fraktion 2. Wir joinen auf den Server, auf den guten alten, altbekannten Server Reno. Und die nächsten Folgen werden eventuell etwas, ich sag mal, kürzer. Denn ich habe ein bisschen viel überzogen in letzter Zeit. Und da dachte ich mir, kann ich ja eigentlich, weil ich so ein guter Mensch bin und so ein bisschen fair und so machen möchte, mache ich ein paar kürzere Folgen. Und diesen kürzeren Folgen werden wir wohl, also falls Minecraft jetzt nicht komplett crasht, das werden wir aber gleich sehen. Diesen kürzeren Folgen werden wir, habe ich mir ein bisschen was gedacht, was ich machen kann. Wow, Hardcore Storm of Doom. Was denn hier los? Frame Tops auf Doom. Heute ist alles ein bisschen auf Doom. Oh, mein Buch. So. Alter Falter, jetzt ist aber mal gut hier, ne? Jetzt ist aber mal gut. Psst, aus. Framerate. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Und dann eine ganz kurze Frage zu Beginn dieser kleinen Aufnahme. Möchten Sie mein Faction mit Facecam? Oder ohne Facecam? Man weiß es nicht. Wir können sie ja mal für diese Folge ein bisschen anlassen und dann werden wir einfach mal sehen, was dabei rauskommt, was ihr sagt. Und in dieser Folge werden wir uns mal damit beschäftigen, diese Truhe hier, die ich ein bisschen vollgemüllt habe, ordentlich zu sortieren und ihr wegzubringen. Aber erst bringe ich mein Witchery-Zeug weg. Warum habe ich so komische Frame Drops? Das ist doch merkwürdig. Das ist doch alles sehr merkwürdig hier. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Witchery-Truhe, wichtiges Zeug hier oben. Machen wir uns vielleicht mal neue Truhe. Also eine doppelte. Ja, ist gut. Wir wissen, dass du volle Bude komisch bist, du Ding. So. Gips. Werden wir eventuell auch noch brauchen. Man weiß es nicht genau. So, und jetzt gehen wir. Ah, warte mal, mein. Ja, hier. Oh, du bist ein süßer Boy. Danke, Flo. Wow. Wo hat er das denn her? Nice. Und da fällt mir gerade noch was ein, was wir auch nochmal schnell eben machen können. Alter, das sind schon wieder 3 Minuten fast rum gleich und alles ein bisschen scheiße hier. Allein das auf dem Server-Join hat schon Jahre gedauert. Jahre, möchte ich sagen. Jahre. So, wir gehen einmal ganz kurz aufs Schiffi. Schiff! Denn hier müsste auch noch irgendwo eine Truhe für mich stehen, da hinten. Was ist da eigentlich drin? Was ist da eigentlich drin, dieser Truhe? Ich glaube, meine Herzcontainer Renos. Ja, wow. Das Ding ist, davon kriegt zwar ein Floh, aber ich lege mir trotzdem jetzt mal beide an. Weil ich es kann. Und dann gehen wir nochmal kurz in den Weihnachtsmarkt und holen unseren Krustenbraten ab. Den wir da das letzte Mal haben liegen lassen. So, hallo Weihnachtsmarkt. Und statt Weiß, der gute alte Krustenbraten. Dankeschön. Und ja, das war's eigentlich. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wegen dem Goldapfel hier, da muss ich auch noch kurz was sagen. Und zwar weiß ich nicht hundertprozentig, ob wir den überhaupt noch nutzen dürfen. Keine Ahnung, weil es gab jetzt ein bisschen was Regeltechnisches, was sich geändert hat hier und da. Weiß ich jetzt halt nicht, ob das den Apfel betrifft oder nicht. Weiß ich nicht. Was ich jetzt erstmal mache, ist einen, ich weiß nicht, ob ich den Stuff noch bei mir habe, ist jetzt aber auch erstmal Wursti. Einmal das brauche ich und dann nehme ich mir noch einmal ganz kurz ein bisschen Holz. Holz. Wie viel brauche ich? Eigentlich nicht viel. Ebereschen, Hexenbaumstamm, ist egal. Das hier nehme ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir uns ein paar Sticks und zwar 8 Stück. Das reicht schon, sehr schön. Und machen uns einen Schnückenrahmen. Sehr schön. Davon werden wir in Zukunft auch noch ein paar brauchen, vermute ich. Dann gehen wir wieder in unseren Raum hoch. Und da hängen wir den Krustenbraten natürlich erstmal auf. Auf die Schnelle. Und dann werden wir hier Hardcore... weiß ich auch noch nicht. Aber wo hängen wir den auf? Und da oben ist Flu sein Raum. Da müssen wir dann halt auch noch gucken, wie wir das regeln. Damit wir uns da nicht
gänzlich in die Quere kommen. Wo hänge ich denn jetzt meinen Krustenbraten auf? Vielleicht erstmal oben in dem Raum. Und dann später hole ich den einfach runter. Runterholen. Hier. Und, da. Perfekt. Sauber. Das ist sehr cool. Genau, und jetzt gehen wir an die Truhen. Wobei jetzt die Zeit auch gleich schon wieder rum ist. Bald, Mann. Ich muss meine Maus noch umstellen. Mann, oh Mann, strange. So, und dann sortieren wir erstmal diese Truhe, die wir da oben haben. Das war natürlich genauso geplant. Selbstverständlich. Hier muss auch noch ein Backpack drin sein. Ist hier ein Backpack drin? Ich sehe keinen. Hier muss aber ein Backpack drin sein. Wo ist er denn? Ist er nicht hier drin? Ist er hier? Ich habe so viel Müll abgeladen hier, das ist unfassbar, ne? Hier ist auch noch so eine Lumber-Ex drin. Awesome. Es ist einfach wunderbar. Nekrotischer Knochen. Ja, hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Wo ist denn mein Backpack? Ich bin mir sicher, ich habe hier ein Backpack reingeschmissen, denn da ist auch die Witch's Hand drin. Hier sind noch ein paar Cleaver drin, die sind aber eh scheiße. Mit Lack drauf. Aus welchem Grund? Ist Lack, das ist aber nicht Plünderung in dem Fall, oder? Dann schauen wir doch einfach mal, ob wir nicht hier einen Rucksack finden. Hier nicht. Hier sowieso nicht. Hier auch nicht. Hier nicht. Ja, merkwürdig, wo ist er? Hier? Da ist er doch. Der gute alte Rucksack. Und da müsste das drin sein. Geh mal weg hier, Digga. Da ist sie. Die Hexenhand. Genau die habe ich gesucht. Perfekt. Und dann machen wir jetzt erstmal Baumwolle. Ich wollte gerade sagen, Belladonna-Blumen. Da hätte ich jetzt ein bisschen... Naja, gut. So, Hopfen haben wir hier auch noch einiges drin. Und Bücher vor allem auch. Alter Verwalter, was wir alles haben. Da denkt man gar nicht so dran, ne? Die Hopfen können wir ja auch irgendwann mal anbauen. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Ich glaube, das ist dann einfach nur die reine Deko. Gerste, das hier alles hier rein, was so Grünzeug ist. Grünes Gelumbe quasi, Hopfen, Gersten, irgendwas. Baumwollsamen, die Äpfel kommen dann woanders hin natürlich. Baumwolle haben wir hier auch noch. So, dann die Äpfel. Stimmt, da habe ich ja auch so viele gefarmt von diesen Äpfeln. Das war ein bisschen strange. Ansonsten haben halt viel Cobblestone und so ein Kram, keine Ahnung. Hier ist aber alles voll. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Gut, dann geht das in den Mülleimer, würde ich sagen. Mülleimer. Und dann hoffentlich, nee, so ging's nicht. Wie war das? So auch nicht. Ja, gute Frage, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da eine Doppelbelegung einfach deswegen. Rotten Flash kann man eventuell sogar noch gebrauchen. Früher oder später mal. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Meteorzeug. Das kann man ja hier oben reinschmeißen mit. Und Erde. Erde. War hier Erde drin? Ich weiß es nicht mehr. Und wir Muster Cobblestone auch. Die gute alte Hexenhand behalten wir mal. So, Bücher und noch mehr Grünzeug. Und das andere war Pigfat. Pigfat. Das kommt hier rein. Dann das hier rein. Und die Bücher tun wir. Bücher. Vielleicht einfach hier mit. Ich weiß ja nicht. Hier passt es eigentlich nicht so super rein, ne? Aber passt schon. Irgendwie passt das schon. So, dann müssen wir die ganzen Truhen jetzt leer zu kriegen, wird ziemlich dauern. Und die Folge beende ich jetzt, weil wegen, ne? Und so ein bisschen Zeit und so. Und damit wir das alles ein bisschen unter Kontrolle behalten, trenne ich jetzt die Verbindung vom Server. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mal ein bisschen Feedback wegen Facecam und so weiter da. Ob ihr das wollt bei meinen Factions oder lieber nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die auch wieder ein bisschen kürzer wird. Also bis dahin, schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.